Hallo zusammen, ich hier ist wieder heute Lan und wieder für euch in Dragonfly unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute wollen wir uns mal einen Pet bzw. Gold-Guide anschauen und zwar sind es Pets, wo ich so ein bisschen sehe, dass das Potenzial da ist, relativ viel Gold umzusetzen und dementsprechend so ein bisschen beides ineinander reingemixt. Um was für Pets geht's? Und zwar insgesamt 4 Stück, die mir jetzt auch noch in der Sammlung fehlen. Aktuell sind es ja, wie ihr seht, nur noch eine Handvoll, also relativ wenig und diese habe ich mir mal ausgeguckt, wo man da ein paar herkriegt und dementsprechend sind die auch relativ viel wert. Einmal haben wir den Gezeitengeist, dann haben wir den Staubgeist, den Windstoßgeist und den Brandgeist, also von jedem von diesen Grundelementaren hier auf den Dracheninseln gibt es ein Pet. Und ja, wir gucken jetzt einmal im AH, was die so wert sind. Da können wir mal nur noch die Pets gucken, die mir fehlen. Dann müssten die auf jeden Fall dabei sein. Und ich bin hier auf Blackmoor auf einem relativ vollen Server. Und ihr seht, die sind gar nicht alle drin. Der Gezeitengeist ist hier bei 89k, was relativ günstig für ihn ist. Werde ich euch gleich nochmal die EU-Preise auch zeigen. Hier der regionale Marktwert sind 165k. Und dann der Brandgeist ist hier für 250k drin. Ihr seht, es sind auch nicht viele von denen drin. Wir können uns jetzt auch nochmal die EU-Geschichte anschauen. Und zwar seht ihr, von dem Gezeitengeist sind auf der kompletten EU 40 Stück nur drin. Und der Durchschnittspreis sind 186. Dann bei dem Staubgeist sind auf der kompletten EU, da sind alle russischen, französischen, englischen, deutschen Server, sind nur 31 drin, Durchschnittspreis 128.000. Windstoßgeist sind auf der ganzen EU nur 7 Stück drin, das ist echt wenig. Und das sind quasi, ist der Durchschnittspreis bei 152k und beim Brandgeist sind 39 drin, 152k quasi, Da seht ihr auch, auf meinem Server sind teilweise dann hier auf Antonidas, ne, ist das jetzt eingestellt, sind teilweise gar keine drin, bis auf den Wassergeist. Also auf kleinen Servern wird da wahrscheinlich nichts drin sein und dann könnt ihr den Preis halt frei bestimmen und dementsprechend könnt ihr dann noch mehrere hunderttausend verlangen. Ob das jemand zahlt, ist die andere Sache, aber potenziell ist das vielleicht auch eine gute Goldquelle. So, jetzt zum Vorgeplänkel. Jetzt könnt ihr selber entscheiden, ist euch das wert oder nicht. Jetzt zeige ich euch mal, wo ihr das kriegt. Ihr müsst erstmal ein bisschen was investieren, dass ihr dementsprechend diese Pets holen könnt. Erstmal ein bisschen Zeit, aber zunächst auch ein bisschen Gold. Wir brauchen 2 Items und zwar schockdrosselnder Seeleninhalierer, heißt das. Das müsst ihr euch besorgen. Das kann ein Inji bauen oder ihr kauft es aus dem Auktionshaus. Ja? Jetzt schauen wir mal, was es aus dem Auktionshaus aktuell kostet. Also hier steht schon dran 19.000, aber das kann sein, dass die Werte nicht ganz aktuell sind. Ja, 19.200, okay, da stimmt TSM. Und also das braucht ihr einmalig, das Item. Und dann braucht ihr im leeren Seelenkäfig. Das gucken wir jetzt auch nochmal nach. Das ist so bei 400-500 Gold aktuell auf Blackmoor, kann natürlich abweichen. Das Grunditem, den schockdrosselnden Seeleninhalator oder Inhalierer so rum, das kann ein Inji bauen, ist aber im AH verfügbar. Und leerer Seelenkäfig, da braucht ihr ein paar mehr von. Der ist vom Juwe baubar. Könnt ihr euch selber bauen, wenn ihr Juwe seid oder wen kennt oder im Auktionshaus kaufen. So, wie läuft es jetzt? Wir können mit diesem Seeleninhalierer quasi Elementare absaugen. Keine normalen Elementare, sondern nur Elite-Elementare. Und Seelen einfangen und diese Seelen fangen wir mit den Käfigen ein. Heißt, jedes Mal, wenn wir eine Seele einfangen, wird ein Käfig verbraucht. Sind halt 400-500 Gold weg. Also schon mal ein gewisses Grundinvestment. Und jetzt ist es aber so, dass wir dann natürlich nicht sofort ein Pet rauskriegen, sonst wären die nicht so teuer, sondern wir kriegen dann ein Item raus, das kann ich euch gleich mal zeigen, bei dem ihr eine Viertelstunde warten müsst, dann könnt ihr es öffnen und dann habt ihr, wenn dann, Pech und kriegt quasi irdene Seele, luftige Seele, frostige Seele oder feurige Seele raus. Das sind übrigens Materialien, die wir für andere Items wieder brauchen, zum Beispiel für das ein oder andere Rüstungscraft-Item. Die sind übrigens seelengebunden, aber auch für Toys, die wir wiederum im Auktionshaus verkaufen können. Heißt, selbst wenn das rauskommt, können wir wiederum mit den Toys vielleicht Gold machen. Aber das wird jetzt hier an der Stelle zu weit führen. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Pets. So, wie funktioniert das? Ich bin jetzt hier bei den Elementaren. Ich zeige euch nachher auch die Spots, keine Sorge. Und hier wird es ein bisschen tricky, denn ihr müsst das Item einsetzen, während der Elementar stirbt. Wenn er zu früh stirbt, dann ist RIP. Ja, oder wenn ihr unterbrochen wird. Und das meistens, fast alle von diesen Elementaren haben Fähigkeiten, die euch unterbrechen.
Und ja, wenn ihr gestunt oder unterbrochen wird, ist Rip. Jetzt müssen wir den relativ low hauen, ein paar Dots drauf lassen und warten, bis er seine Fähigkeit nochmal eingesetzt hat. So, jetzt setzt er die Fähigkeit ein. Jetzt saugen wir den ab. Er tickt dann den Dots tot. Und jetzt habe ich ein Item rausgekriegt. Und zwar haben wir jetzt eingesperrte feurige Seele. Und das kann ich sofort aufmachen. Dann kriege ich Crab Mats raus. Dann kriege ich auch nicht das Pet oder diese seelengebundenen Sachen raus. Oder ich warte jetzt eine Viertelstunde. Und indem ich eine Viertelstunde warte, kann ich hier dementsprechend, wandelt sich das Item um. Und dann kann ich es auch aufmachen. Das hat dann ein anderes Icon. Das kann ich euch vielleicht später nochmal zeigen. Und dann könnt ihr dementsprechend diese Items hier rauskriegen. Also so eins ist immer drin. Und mit ein bisschen Glück sind die Pets drin. Ich kann euch jetzt mal hier zeigen, wie viel Tries ich gebraucht habe. Übrigens, wenn ihr erfolgreich einen abgesaugt habt, hat das Item hier eine Viertelstunde Abklingzeit. Genauso lang wie das hier zum Aufmachen. Heißt, ihr könnt nicht die ganze Zeit durch die absaugen, sondern ihr müsst jedes Mal eine Viertelstunde warten. Wenn ihr quasi unterbrochen werdet mit dem Ganzen hier, ich kann euch das mal demonstrieren. Jetzt holen wir mal einen von denen ran. Ich habe jetzt komischerweise hat es auf ersten Anhieb geklappt. Er castet hier was, desorientiert. Wird das hier abgebrochen. Dann hat es, wenn ihr abgebrochen werdet, 30 Sekunden Abklingzeit. Der castet das die ganze Zeit, dass wir hier desorientiert werden. Dementsprechend müsst ihr halt gucken, dass ihr genau zwischen den Casts, das macht ihr, der castet schon wieder und ihr könnt euch nicht bewegen, während ihr quasi das channelt. Deswegen ist es halt schon ein bisschen tricky, die Mobs quasi genau dann abzusaugen, wenn sie gerade noch die Dots drauf haben und verrecken. Oder ihr holt euch einen zweiten Spieler, dann ist es eine relativ einfache Sache, weil alleine ist es ein bisschen tricky. Die Erdelementare, die haben einen Knockback und eine riesen Stun-Fläche, wo ihr rauslaufen müsst. Und das machen die alle paar Sekunden. Also ihr habt dann immer nur ein ganz kleines Fenster, die abzusaugen. Und ihr braucht dann halt dementsprechend am besten irgendwelche Dot-Fähigkeiten, dass die runterticken. Das Problem ist, ich habe mittlerweile auf dem Gear und auf den Trinkets so viel, oder auch im Ring, so viele Sachen, die procken. Dann haut man den runter auf 40k, auf einmal prockt irgendwas mit 80.000, er ist instant gewonshottet. Also teilweise dauert es halt 3-4 Elementare, dass es mal gut läuft, dass ich das durchcaste. Jetzt hat es gerade tatsächlich wunderbar geklappt. Genau, jetzt soll ich euch noch die Spots zeigen. Also die Feuerelementare findet ihr einmal, also wir sind auf den Dracheninsel, dazu blaues Gebirge, und zwar hier oben, Vaktros schimpft sich das, hier in dem Feuergebiet. Ich bin jetzt auf den Koordinaten 77, 39. Dann sind wir jetzt auf der Ebene von Onara, und zwar hier unten auf den Koordinaten 55, 76. Und dort haben wir keine normalen quasi Elite-Wasser-Elementare, sondern wir haben in der Mitte einen so einen Special-Quest-Mob. Und das Gute an dem ist tatsächlich, der setzt keinerlei Fähigkeiten ein, die einem den Cast hier unterbrechen. Heißt, ihr könnt den einfach umnutzen und kurz bevor er stirbt quasi einfach den Channel drücken. Da müsst ihr quasi nicht irgendwo aufpassen, dass ihr es genau zwischen Casts macht. Also der ist relativ angenehm. Also hier nochmal, hier unten, und da kann quasi dann das Wasserpad droppen, also Gezeitengeist, vorher waren wir ja bei dem Feuerding, da kann der Brandgeist dann quasi aus dem Ding rausdroppen. Dann sind wir am nächsten Spot, und zwar wieder Ebene von Onara, und jetzt sind wir hier unten einmal auf den Koordinaten 23, 36. Und dort haben wir ein paar Windelementare, und ihr seht hier, die großen sind die Elite-Mobs, in der Höhle hinten sind auch nochmal ein, zwei. Und die sind ein bisschen tricky tatsächlich, die haben zwei Casts, die haben einmal diesen Hurricane-Stoß, der kickt euch halt weg, und grollender Donner. Und beides, also beide Casts interrupten euch, heißt, da müsst ihr echt immer zwischendrin gucken, dass er kurz vorm Sterben ist und quasi den Cast einmal ansetzen. Also hier hinten, warte mal, können wir da mal rumfliegen, hier in der Höhle, da steht auch nochmal, anderer Eingang, einmal hier hinten rum. Da steht auch noch einer, also falls ihr die einen beiden da hinten verkackt, dann habt ihr hier nochmal einen als Backup. Die brauchen auch einen Ticken immer zum Nachspawnen, und hier sind nicht sonderlich viele. Da gibt es dann, ne, wer hätte es gedacht, einmal windiger Stoßgeist oder Windstoßgeist so rum. Den könnt ihr quasi hier einmal besorgen. Ich zeig's nochmal auf der Map, also wir sind einmal hier unten auf den Koordinaten 24, 33. So, dann sind wir am letzten Spot, und zwar bin ich jetzt auf der Küste des Erwachens,
Und dort sind wir hier oben bei den Koordinaten 46, 35. Und hier haben wir die letzten Mobs, die wir brauchen. Hier haben wir die Erdelementare. Das sind die hier, die auf den Hügeln hier stehen. Auch wieder Elite. Hier unten läuft auch noch einer rum. Da sind es nicht ganz so viele. Übrigens, wenn ihr es verkackt bei den Mobs, ne, habt ihr, wie gesagt, hier dann nicht die Viertelstunde Abklingzeit. Die habt ihr nur, wenn ihr es erfolgreich absaugt, sondern immer 30 Sekunden. Also ihr könnt dann die nacheinander machen. Da hier nicht so viele Mobs sind, hatte ich es schon, dass ich es bei allen drei verkackt habe. Ihr könnt auch dann einfach Server hoppen, weil die brauchen ein paar Minuten, bis die nachspawnen und das auf einem anderen Server quasi machen. Also das funktioniert auch, falls ihr in diese Bredouille kommen solltet. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns nur an, wie viele Tries ich gebraucht habe für die einzelnen Pets. Also heißt, bei Erdelementaren, das hatte ich als erstes gemacht, das hat bei mir 2 Tries gebraucht und im dritten Try hatte ich das Pet drin. Windelementar, also Luft, hatte ich 11 Tries gebraucht und beim 12. ist es drin. Ihr müsst immer rechnen, zwischendrin ist immer eine Viertelstunde, wo ihr warten müsst. Also das ist schon ein bisschen Zeit. Natürlich braucht ihr da nicht AFK rumstehen, ihr könnt was anderes machen. Ich habe da weil auf den Twinks was gemacht und bin alle Viertelstunde umgelockt. Wasser habe ich 6 Tries gehabt und beim 7. war es drin. Und Feuer habe ich mit Abstand am längsten gebraucht, da habe ich 20 Tries nichts quasi oder diese feurige Seele drin gehabt und beim 21. dementsprechend den Geist. Dann können wir uns jetzt nur anschauen, wie die Viecher ausschauen. Also das ist einmal der Brandgeist, ne, das ist quasi das Vollelementar, Wassergeist. Die sehen schon eigentlich ziemlich sick aus, diese neuen Models, muss ich mal sagen. Das ist das Wasserelementar. Dann haben wir Staubgeist, weil sie ist Erdelementar und der Windgeist ist die Windversion davon. Genau, das sind die 4. So, das Ding ist jetzt fertig. Ihr seht, das ist umgewandelt. Jetzt steht nichts mehr dran mit Viertelstunde warten. Und aus dem kann ich jetzt theoretisch das Pad rauskriegen. Jetzt machen wir das einmal auf. Und natürlich war kein Pad drin, sondern wieder so eine feurige Seele. Gut, dann haben wir eigentlich jetzt die ganzen Informationen, die ihr braucht. Ich saug jetzt hier mal nochmal eins ab und zeige euch die, weil die sind auch ein bisschen nasty. Diese Elementar, ihr seht, jetzt haben wir hier einmal das Hochkicken, das bricht uns ab. Und auch diese Fläche, die bricht uns auch ab. Also beides ist quasi schlecht dafür zum Absaugen. Deswegen muss man immer ein bisschen abwarten, the low klopfen und dann beide Casts wirken lassen und danach könnt ihr absaugen. Mal gucken, jetzt ist er schon relativ low. Jetzt müsst ihr mich noch hochkicken. Bitte stirb jetzt nicht. Ah, jetzt ist er voll gestorben, seht ihr? Also, je nachdem, ob was proggt oder so, dann ist es ein bisschen knapp. Da hinten hätten wir jetzt noch einen. Den nehmen wir jetzt noch mit. Ich brauche nämlich eh noch eins von den irdenen Dingern für ein Toy, was ich mir bauen lassen will. Also, wie gesagt, wenn ihr dann ein paar von den Teilen rumliegen habt und keine Verwendung. Ein Inji unter anderem kann damit Toys bauen, ne? Und ein Schmied kann auch was bauen, wenn er ein Rezept da hat. Also die sind nicht ganz gewastet, aber ja, im Endeffekt die Pets ist das, was wir haben wollen. So, jetzt lassen wir uns hier nochmal hochschleudern. Dotten ihn noch einmal. Should be fine jetzt. Jetzt kicken wir ihn weg, dass er keinen Scheiß auf mich castet. So, jetzt saugen wir ihn ab. Drückt mir die Daumen. Wenn er nämlich herläuft, setzt er nichts ein. Ist mir nämlich aufgefallen, das mit dem Wegkicken. Oh, komm, 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 komm. Oh, ganz knapp, ganz knapp. So, jetzt habe ich hier wieder einen Teil, Viertelstunde warten und dann kann ich es wieder aufmachen. Gut, damit sind wir am Ende von dem kleinen Video. Falls noch Fragen offen geblieben sind, schreibt die gerne in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch viel Spaß beim Pet-Farmen und vielleicht auch beim ein oder anderen quasi mit dem Gold-Farmen. Solltet ihr irgendwas krass verkauft kriegen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, ob ihr damit ordentlich Kohle gemacht habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.